Hallo YouTube, und hier sind wieder die Kammerjäger. Am Start ist Regenbogenmaus. Servus. Dann irgendwo der Spronex. Juhu. Und auch irgendwo der Proximus Prime, Juhu. der noch zwei Level machen muss. Und der Schnitzel. Ja, grüezi. Oi. Grüezi, wohl Frau Wir sind an Tag 34. Wir haben nächsten Tag die Morde. Oh, zitter an. So, und ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Erste Frage Ja. von mir wäre, Despro, wie steht unsere Dev? Was brauchen wir noch? Brauchen wir überhaupt noch was? Spikes. Auf deiner Stelle, wo die letzte Horde war. Ja. Wenn man noch nicht aufgehört. Okay, haben wir. Was für Spikes brauchen wir denn jetzt noch? Eigentlich nur die normalen und Draht. Also die Eisenspikes. Nein, die normalen. Nur Holzspikes. die Holzspikes. Und Also wie viel soll ich normalen machen? Spikes. Da sind schon 50 drin, weiß ich nicht, nochmal 50 und dann noch Draht halt. Ja, Okay, ich Draht setze mach ich. 50 an. Du setzt an, das ist gut. Dann Ich setze ich hatte Draht extra Holz an. geklopft in der letzten Also Folge. ich stelle gerade fest, mein Inventar. Aua, schon wieder ein Kopf angestoßen. Mein Inventar ist leer. Oh. Mein Inventar Eisen ist zum leer. Kann ich mich so Reparieren. ein bisschen nützlich machen? Du kannst dich nützlich machen, ja. Wenn du draußen mithelfen willst, die Sachen aufbauen, an Despro wenden, was da jetzt gemacht werden muss. Soll ich was mitnehmen? Eisen, normales Eisen. Ja, genau. Im Zum Schmelzkram ist noch Reparieren. dieses normale Eisen. Irgendwer könnte noch Stahl anstellen. Der fällt mir Alles? gerade ein. Nehm mal so ein 2000er Weiß oder nicht, so wie viel mit. da ist. Und vielleicht geschmiedetes Eisen für die Iron Bars zum Reparieren hier oben. Ja, Wenn wir haben. geschmiedetes Eisen sind hier 100 zur Not auch noch Ja, ich hätte erstmal leer. 24 Stück einstecken. Reicht Ja. das? Ja, denke schon, so viele Iron Ja. Bars sind nicht zu reparieren. Du Aber was hast Iron hier. Bars habe ich da nochmal 50. Soll ich dir die gleich mitbringen? Ja, das wir schon oben haben. Okay. Schnitzel, das hier kannst du auch mit hochnehmen. Gut. Das ist ein Stacheldraht. Gut. Holz noch irgendwie? Brauchst du da was? Nee, nur die Spikes halt. Wo sind die? Die Die mache macht ich Mausi. gerade. Mausi. Achso, okay. Falls du noch irgendwas an Werkzeug oder so brauchst, Ach so, musst du dich ja. hier bedienen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Hier oben ist das, was fertig ist. Alles, was du brauchst und nicht fertig ist, da musst du dem Proxy da mal einen Pfeil ins Gesicht hauen oder so. Ja, das kann ich. Ne? Das kriegen wir hin, Proxy! Ja. Ich komme. Ach, warte, wollte ich nachgucken. So. Beides eingelegt. Ja, noch 1,2, dann bin ich auch auf einem neuen Level. Nee. Jetzt suche ich alles nicht. Upsala. Upsala, ich bin in Schweden. Ah, nix Genau. da. Nix da. Mann. Schmelzkram. Wo ist er denn? Gut. Und Alter, du So, musst deinen gut. Zaun noch weiterbauen. Ah, mein Zaun, genau. Größer noch, Zaun, weil ich wir ja hab gerade mehr Zaun Plattform verstanden. jetzt haben. Ja, Jetzt ich dachte weiß ich ja auch, auch, was dass ich ich Zaun vorhatte. habe. Ah ne, bei Kleidung gucke ich falsch, das ist. Davon haben wir noch. So, nur noch ein Ah, Level. okay. Wie viel Concrete ist denn eigentlich unten? Kann man wieder nachschauen? Du schon immer transparent. Nee, seit Halloween bin ich transparent. Wir sind auch. Concrete gucke ich gleich nach. Holzstacheln haben wir auch noch 149, ne? Ah, schön. Baukramkiste. Habe ich Ja. gerade gesehen. Da. Stimmt, ich hatte auch schon welche gemacht. Naja, okay, jetzt habe ich halt noch 50 Wo extra. steckst du denn? Was? Wer? Wo? Hier Du hinten, nicht. hat gerade einen Zombie gekillt. Ich habe zu Halloween mal was ausprobiert. Upsala. Und ich wurde irgendwie nicht blau, sondern transparent. Sag mal, warum ist das eigentlich so klein? Was? Wäre doch größer gegangen, oder? Was wird noch? Ah, okay. Genau. Jetzt habe Das ich schon Angst ist. bekommen. Da, was willst du von mir haben?
Ich habe Eisen, ich habe Forged Iron, ich habe Iron Bars. Ja, das Eisen normal für die Lok. Irgendwo Kiste, wo ich das vielleicht reinlege, das ist wegpackt. Oder du reparierst. Kann ich aber. Ich habe aber eine Wrench. Ja, mir ist egal. Also... Nee, das kann man erstmal so lassen. Also quasi hier, da, den ganzen Schloss. Hm. Ja, in der Mitte zum Beispiel. Aua, aua. Ja, nicht draufstellen. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Das macht Aua. Was brauchst du an Betonmischung? Nee, ich wollte nur allgemein fragen. Ach so. Hat oder schon jemand Stahl angestellt? Produzieren, dass ich vielleicht bräuchte man vielleicht doch. Wir haben fast 8000 Betonmischungen jetzt so und ich habe gerade auch mal Zement angestellt. Kannst du noch 60 Stahl anstellen? Das wäre nett. Kann ich Stahl anstellen? Weiß ich nicht. Wenn ich es nicht gelernt habe? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das ist schlecht. Ich glaube, das kannst sogar nur du, ne? Muss wohl der Gelernte machen. Dann kommt der Gelernte mal angedackelt. Ja. Aber die Spikes, logischerweise, die unter dem Stachel dran sind, ne, die kannst du so nicht reparieren, ne? Ja. Das ist mir klar. Ich wollte es nur noch mal sagen. Okay. Jetzt steigt er wieder drauf. Da ist doch keiner. Bei mir ist da keiner. Du steigst bei mir immer drauf. Was haben wir denn da? 10, 7, ja. Da, an dem hier. Da ist keiner. Nur mal nicht groß. Ja. 500, machen wir mal 100. Bei mir nicht? Wer ist voll? Ja, ich glaube, hier. 6 ja? Minütchen. Ich bin der einzige Blaue hier, bitte. Ja? Guck mal bitte, schau, ob alle Spikes da sind. Bei mir schon. Ja, ja, Spikes. Ja, Spikes schon. Achso, die unteren, ja. Die sind alle da. Was brauchte ich denn jetzt noch? Der Betrunkene vor mir, der meint, da ist nichts da. Ja, ich rede von Stacheldraht, du. Ja, ich rede von den Spikes, Mann. Du, da habt euch lieb, ne? Ja, genau, zieh deine. Schieß auf mich! Ich bin resistent gegen Kugeln! Oh! Oh, wie heißen die jetzt? Irgendwann wird dein Lachen vergehen. Ja, ja. Das meinte ich jetzt auch nicht mit Liebhaben. Aber. Noch nicht die Spikes setzen, zuerst mal schauen, ob da Stachel ja. gerade ist. Deswegen habe ich da Achso. angefangen, wo Stachel gerade ist. Ah. Wow. Aha. Der Typ da vorne ist schon wieder Schaden gekriegt. Ja, Hauptsache du hast Spaß dabei. Liebe es, wenn andere Leute Schaden kriegen. Bricht der mit dem Schaden? ja, lieber. Wer A ne? sagt, ne? Muss auch B vertrauen. Super auch auslöffeln, ja. Oh, auch wenn die Folge jetzt nicht ganz so interessant wird, aber. Du kannst halt den Stacheldraht auch von mir haben. Dann kannst du ja Stacheldraht schon mal wieder ausbreiten. Ja, bitte. Ja, komm rüber. Komm rüber. Also. So. Die haben sich richtig. Halt mal E gedrückt. Ja. Die knuddeln sich den ganzen Abend. Bitteschön. Immer wenn die aufwachen. Brauchst du noch irgendwas? Iron Bars oder sowas? Nö. Gut. Hätte ja sein können. Oh, da ist noch keiner. Iron Bars kannst du oben auf der. Auf dem Gitter, auf die Iron Bars in der Kiste. Auf. Welche Säule ist denn das? Auf der mittleren Säule auf alle Fälle. Kann ich nicht vergessen. Noch nix. Erst 5 fertig. Da ist eine Kiste. Eine Minute warten wir noch. Gut, da ist eine Kiste. Das haben wir schon mal geklärt. Da kannst du das Zeug reingeben. Irgendwo irgendwas um. Die 10 normal ist voll. Hatte jetzt jemand diese 150 Stacheln mit?
Nö. Nee, ne? Mm, okay, nee, aber kann ich gleich mit hochkommen. Ja, nee, ich komm dann nochmal. Ich hab jetzt gar nicht mitgenommen. Nee, ist okay, ist okay. Ich war jetzt auch nur Frage, damit ich weiß, ob ich laufen muss oder nicht. Ich habe aber 50 noch einstecken. Na, glaub, wer hat sich denn da gerade wehgetan? Alter. Oh, du hast da ein paar Lockspikes vergessen. Nee, die habe ich nicht vergessen, die habe ich extra liegen gelassen. Reparieren. Ja. Level. Welche meinst du denn? Fehlt noch eins. Jetzt geht's hier los. Nur da kommst du hier gar nicht durch. Ja, eben, ne? Dann mach mal die Spikes, oh. Komm. So. Lalli. Ich bin schon wieder da oben hängen. Mist. Irgendjemand war über mir. Ich bin da oben wieder an der Decke hängen geblieben. Ja, du bist so zum gefühlt 128. Mal. Oh. Ja, gut. Das so, das war ja jetzt Timing. Ich habe jetzt gerade genug Stahl für drei Werkzeuge. Ja, dann mach mal. So, jetzt mache ich hier erstmal Steinentladung. Hast nur drei Werkzeuge? Naja. Du kannst noch mehr Stahl rauslassen, ne? Aber ja, läuft noch, läuft noch. Ja. Dauert ein bisschen. Die Rebar-Frames, die jetzt hier sind, haben die den Sinn zum Reparieren oder was? So, Sand haben wir auch noch. Wo? Da, wo ich jetzt gerade bin, auf der anderen Seite. So. Hier, Leute, keine Ahnung, wer die Städte. Perky, Perky. Oh, der Eugene ist ja bei mir. Hallöchen. 8 von 10, das ist doch schön. Und ranzig. Jetzt drehe ich mich hier gerade blöd im Kreis. Und was machen wir noch? Ihr wisst, dass hier eine Leiter fehlt, ne? Wo? Da, wo ich normalerweise rausgehe vor unsere neue Base. Ha! Kein Wunder, dass ich da immer so schwer hochkomme. Was? Okay. Ich wundere mich, dass du da überhaupt hochkommst. Weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Gibt's noch irgendwas, was ich noch chlorreiches perken könnte, was ich übersehen habe? Warum jetzt? No. So. Concrete Mixing? Oder so? Hallihallo. Keine Ahnung. Na, hat sich da schon wieder jemand wehgetan? Ich hab hier quasi alles. Bad Mechanics könnte ich noch machen. Da ja, holen wir den. So, jetzt machen wir auch Werkzeug hier. Dann haben wir auch. Hier fehlt. Ah, hier fehlt der. Okay. Ach nee, was hab ich denn jetzt hier? Leck. Keine Frame. Leck ist böse. Hätte noch nicht mal. Ach, doch, hab ich. So, das kommt von. Jetzt muss ich hier erstmal wieder durch. Boah, alter Schawide. Kommt von der Seite, ne? Jetzt muss schlecht. Ich da anschließen. Eieiei. Hier liegen doch 109 mm. Danke, Yuchi. Ja, komm ich da so weg? Soll ich ja noch eine Fire Axe machen oder nur Pickaxe? Alright. Mach mal einfach ein bisschen mehr. Ich wusste, dass ich mehr tue. Ja, genau. Mach mal ein bisschen mehr. Von jedem, weiß ich. Machen wir mal ein bisschen mehr. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen Stahl. 3-4 Pickaxes, 3-4 Axes und 3-4 Schaufeln. Ja. Könnte ein bisschen eng werden. Ist ja so undankbar hier drin. Ja, dann lass raus erst. Wir müssen doch genug Material, glaube ich, haben. Ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich der Aufgang ist, quasi zum eigentlichen Turm, oder? Nee, wo ist denn das gewesen? Warte mal. Wo ist die Falltür? So. Die Falltür hier draußen geht runter in die Katakomben. So, Muni. Wenn du da den nächsten Weg hochgehst, oh, sag mal, das Leck hier ist ja entsetzend. In der Base hier raus. Na, ich will ja, also quasi. Das ist schlecht. Dort nach oben, weil ich die Iron Bars hochlegen will noch. Das meine ich. Also quasi. Ja, vielen Dank, Eugene. Dann muss ich das nochmal umstellen. Wie gesagt, ja, du bist auch eher.
Machen wir die mal zusammen. Was ist denn das Schnitzel? Ha, das sage ich dir nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, brauchst du auch nicht. Hab schon gefunden. Ja. Da bist du ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Nee. Selbst ich komm da immer durch. Darüber lässt sich streiten. Vorsicht! Ihr habt euch sowas an ihm. Wie bringe ich denn das jetzt am besten an? Ach, ich bin schon wirklich gut. Ich habe keinen Bock, da vorne nochmal diese Aufgänge zu machen. Das ist ätzend. Okay. 26. Okay. Ich cheate mal ein bisschen. Was? Cheat, ja. Cheat. So ein Cheat. Das Forged Iron. Was ich jetzt noch einstecken hab da, ne? Soll ich das auch mal hier oben in die Kiste reinschmeißen oder hättet ihr das gern woanders? So, tu es oben in die Kiste, das ist sowieso Notfallkiste für die Horde und so. Muss man sowieso zwischendurch mal sortieren. Ja. Falls ich sitzen alle. Nee, ist auch sinnvoll, wenn man mal keine Munition da hat. Ich sehe eine Farbe, die ihr nicht seht. Was machst du denn? Ich sehe lila. Oh. Ich würde jetzt so gern die Frames wegziehen, Herr. hallo? Hallo? Ja, das könnte ich auch tun. Oh. Press E to pick up. Oh. Ja. Ups, so. Gott, wäre ich jetzt so gern ein Arschloch. Macht euch kein Feindling. Wo hab ich das jetzt? Da. Ja. Ich wollte mich so zurückhalten. Mein Finger zuckt. Ich habe mir schon extra auf D statt auf I. Ah, das wird aber so schön Holz knacken dann. Okay. Dann gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. So, Fire Axe liegen in der Werkbank. Was bringt dir das? Überhaupt nichts. Überhaupt? Ja, jetzt schon. Überhaupt nichts. Moment, nicht, ich gehe mal rüber auf die andere Seite. Jetzt habe ich auch den Schnitzel gesehen. Ich habe eben die ganze Zeit überlegt, wo ist er denn? Ja. Ich bin ein Fuchs. Ja, ein Fuchs? Nein. Ein Polarfuchs, so von der Farbe her. Du bist das, was. Du bist ja eigentlich, was Füchse gerne essen. Braumaus. No? Füchse sind Veganer, die essen nur Pflanzenfresser. Interessant, ja. Ich glaube, ich gehe von der Seite dran. Da ist er. Aha. Bleib stehen! Dann gehe ich hier runter. Hi, ja, bist hier ein Leck, meine Güte. Okay. 5 Sekunden, 6, 7, 8, 9 Sekunden, Halleluja. Lustig. Sehr lustig. Oh, hey. Ah, Treffer! Und versenkt. Jawohl. Versenkt? Wir hatten dann Föhn. Da ist ja noch nicht mal alles gelootet hier. Okay, war nichts drin. Oh, ich glaube, ich fliege gleich runter. Oh, oh. Meinst du? Oder ich krieg einen Konsolenbug. Oder beides. Abwechselnd. Ich brauche beides, beides ist cool. 10 Sekunden Lag ist nicht so prickelnd. Ist auch nicht so häufig gewesen bis jetzt. Hm. Warum machst du das dann? Ich könnte noch eine Revenge machen, oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Wenn du nicht nett zum Server bist, ist der zum Server auch nicht nett zu dir. Ja. Oh, komm schon dran. Oh. So, Stahl, 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 Stahl. Stahl. Das hatte ich jetzt in 9. Mal da zusammen. Sieben. Die. So. Da.
Halleluja, halb eins. Werkzeug fertig. Oh, ich hoffe, das läuft. Halleluja. Hey. Oh, ich mach ein Flashspiel auf. Charakter ist es ja kalt. Ding dong. What the fuck? Wo kommst du her? What the, what the? Stimmt, ein Schäufelchen könnte ich auch noch machen, ne? 7, 8. Ein Schäufelchen. So. 8, 9, 10. Okay. Ja, das passt aber nicht. So. Ist doch hier nichts mehr im Weg, das ist gut. Oh? Hast du eben eine Kreischerin gehört? Ja. Nee, hast du nicht. Nicht? So, machen wir hier mal Happy Happy. Das war keine Kreischerin. Das war Schnitzel. Nein, das war eine Stripperin. Oh. Ah, also ja, voll Wonne geschrien, alles klar. Okay. Das passt natürlich besser zu dir. Vorsicht! Du willst lieber eine Kreischerin haben? Für mich ist eine Kreischerin noch so ein Teenager, also. Oh. Sieht auf jeden Fall so aus wie so ein böses Teenager-Mädel. Hast du aber fertig gemacht. Mhm. Klar. Die rührt sich nichts mehr, die ist durch. Wir gehen jetzt erstmal auf. So. Auf Nummer unsicher hier. Hol noch die Wäsche aus den Maschinen. Da vorne muss ich. Ja, irgendwann muss ich ja mal zum Trocknen aufgehängt werden. Ist auch gerade schönes Wetter, passt. Apropos schönes Wetter, ich streck mal mein Näschen in die Luft. Na bitte nicht. Aldo? Ja? Tut mir leid, aber ich glaube, Frau Maus hat deine Hose zu heiß eingeschalten. Meinst du? Ja, du hast nur noch Hotpants. Oh, ach, steh ich drauf. Kein Problem. Upsa. Das war so nicht geplant. So eng wie die jetzt hin, da stehst du tatsächlich nur noch. Da ist nichts mehr mit. Wie sieht's eigentlich aus mit Waffen? Wann levelst du das nächste Mal? Tja, in 6 Leveln. Oh, schön. Ja, dann machen wir was. Ich sammle mal Pilze. Momentan habe ich hier den Tempel aufgefüllt und aufgewertet und gemacht. Oh, da hat ein Zombie. Wer hilft gleich beim Testen? One-Hit-Wonder. Was testen? Zäune testen? Elektrozäune? Ach nee. Nein. Kribbelzäune. Das sind nur Kribbelzäune. Kannst du Rezept verschreiben lassen als Elektromassage? Ah, also will Proxy, das ist gut, das finde ich nett. Hier bin ich auch falsch. Welches ist denn der Turm? Bin ich jetzt bescheuert? Och, Mucki. Was? Die Katze hat dich ja erwischt. Du Armer. Braucht dich ja wenigstens nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe. So, HB muss hopfen. Gleich. Oh ja, jetzt mal so ein gültes Blondes. Hat's wohl gesehen, ja. Das kannst du meins mitkriegen. Ja, so viel trinke ich dann auch nicht. Ich muss das zuerst mal jetzt multiplizieren. Muss mal Junge machen. Du willst doch helfen, ne? Was, du musst Junge machen? Nee, der Hopfen muss Junge machen. Ach so. Warum? Du auch helfen, wo du kannst. Mit 3 Hopfen kommen wir nicht weit, denke ich mal. Ja, ich mach mal die Waschmaschine leer. Und dann? Ja, kommst du dann gleich einmal zur Base. So, zur Todesmaschine. Oder wie wir sie auch nennen wollen. Also zu Frau Maus. Nee, das ich ist, das ist die private. Zur Todesmaschine, zur Frau Maus. So von außen an die Base ran. Ich darf daran erinnern, wir sind, glaube ich, gleich so im Folgenende. Ah, Eugene sagt gerade, ja. Ein Schnitzel das weiß, wie man klopfen muss. Pi mal Schnauze. Ja. Okay, dann würde ich mal Folgenende machen. Okay. Dann kann ich jetzt auch gleich mal meine Einstellungen ändern. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, wie die Vorbereitungen weiterlaufen und ob der Schnitzel mir gleich gerne hilft, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau. Tschüss.